Wie viele Träume und wie viel wunderbare Literatur würden uns fehlen ohne die schöpferische Arbeit der ÜbersetzerInnen? Denn Übersetzen sehe ich auch als eine eigene literarische Kunst. Sich hineinversetzen in den persönlichen Stil der einzelnen AutorInnen und somit hinterlassen alle ÜbersetzerInnen eigene Spuren im Werke anderer. Und ich stelle jetzt auch keine Übersetzung vor, sondern das eigene Werk einer meiner Meinung nach der ganz großen Übersetzerin des letzten Jahrhunderts, so heißt es mittlerweile, Ilma Rakusa. Es ist einer der wenigen Bände, von ihr selbst geschrieben sind ihre Erzählungen, poetische kleine Perlen zum Thema Sehnsucht und leider vergriffen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es wieder aufgelegt wird.